willkommen. Beim Schulfest wurde Kuchen verkauft. Insgesamt haben die Klassen 3.138 Euro eingenommen. Diese Summe soll nun gerecht zwischen 6 Klassen aufgeteilt werden. Lass uns dafür das schriftliche Dividieren wiederholen. Du schreibst die Aufgabe zunächst auf. Zuerst dividieren wir die Tausender. 3 geteilt durch 6. Das geht nicht. Wir fassen also die ersten beiden Stellen zusammen. Wir haben dann 31 Hunderter. Wie oft passt 6 in 31? Genau, 5-mal. Jetzt musst du multiplizieren. 5 mal 6 ist gleich 30. Subtrahiere nun 31 Hunderter minus 30 Hunderter ist gleich 100er. Hole nun den Zehner herunter. 13 Zehner. Wie oft passt 6 in 13? Genau, 2-mal. Multipliziere wieder. 2 mal 6 ist gleich 12. Subtrahiere nun. 13 Zehner minus 12 Zehner ist gleich 1 Zehner. Jetzt müssen wir nur noch die Einer runterholen. 18 Einer. 6 passt 3 mal in 18, oder? Du kontrollierst, indem du multiplizierst. 3 mal 6 ist gleich 18. Und subtrahierst. 18 Einer minus 18 Einer ist gleich 0. Jede Klasse erhält also 532 Euro für Ihre Klassenkasse. Viel Spaß beim schriftlichen Dividieren!